Der Blick sieht ja gut aus. So. Warte. Nein, bleib doch hier. Ah. Donald. Turn around, Junge. Also, das ist sowieso Dagobert Duck. Also ich brauche ja sowieso alle, also von dem her ist es eigentlich eh egal. So, wo sind sie denn alle? Da drüben ist mal Maui. Du hast den Dreh wirklich raus. Da sind gleich beide drauf jetzt. Nee, frei. So. Gilt das jetzt als beide? Jawohl. Mickey dreht wieder um. Er hat sich so süß dran gestellt. Was soll ich ihn machen? Und wo ist der Donald? Der Donald ist beim Dagobert im Laden. So, Goofy. Wow, sieh dir alle an. Unsere Freunde machen das Sammelalbum zu etwas ganz Besonderem, nicht wahr? Hui, ich denke, es ist Zeit, es den anderen zu zeigen, meinst du nicht? Bist du sicher, dass wir sonst nichts hinzufügen müssen? Nun, sicher, aber wir können später immer noch weitere hinzufügen. Okay, das kriegt jetzt mehr oder weniger einen besonderen Platz, oder wie? Hier eher weniger, wenn, dann würde ich es tatsächlich hier so hinstellen. Derweil mal. Kommt ja dann eh wieder anders. Oh, wie cool, was? Ey, Leute, ihr müsst euch schon ein bisschen anders hinstellen. Ich krieg alle nicht rauf. Achso, das war nur zum Foto machen. Jetzt, wo wir das Sammelalbum angelegt haben, habe ich keine Angst mehr, etwas zu vergessen. Hier, warum behältst du es nicht? Ich weiß, dass du gut darauf aufpassen wirst. Ich kann nur meinen Hut von dir ziehen, Ori. Du hast einen tollen Job gemacht. Hey, weißt du was? Ich schenke dir sogar meinen Hut. Als Dankeschön für deine Hilfe. Kannst du ein bisschen ruhiger sein da, bitte?
Was macht er? Ist er wohl reingetreten oder was? Du bist ziemlich laut. So, als Dankeschön für deine Hilfe mit dem Sammelalbum. Keine Sorge, ich habe einen in Reserve. Haha. Schön, dich zu sehen. Oh. So, das ist eh nicht zum Gießen. Das passt. Jetzt schon wieder. Da, Donald. So, ich ruhe mich mal ganz kurz ein bisschen aus. Es geht dann gleich weiter. Ja. Wir sehen uns dann später wieder. So, dann sind wir zurück. Gut. Dann, was soll man tun? Ja, wäre nicht schlecht, ne, wenn man... Weißt du was? Aber er wollte doch einen blauen Dingsbums haben. Haben wir da irgendwo so eine Blume? Schauen wir mal. Warte mal auch weg. Da hinten ist noch eine Truhe. Die macht man auch auf. Hopp. Jawohl. So. Aber ich sehe nirgendwo so eine blaue Blume. Level eine blaue. Das ist eine violette, oder? Violett blühende, ja. Vielleicht... Oben. Das sind lauter Violette. Da ist eine blaue. Wenn das die ist. Blauer Bartfaden. Jawohl. So. Ich habe was für dich. Blauer Bartfaden. Bitteschön. Wir haben Level 8. So, was haben wir hier dann wieder? Einsammeln, einsammeln und einsammeln. So. Hey. Oh, ich habe gerade an dich gedacht und daran, dass du sicher gleich auftauchen würdest. Warum hast du mich gedacht? Lass mich dir deinen Verschwindetrick. Oh. Erinnerst du dich daran, wie ich deine Gießkanne verzaubert habe, um die Pilze zu entfernen? Ich habe vielleicht eine Möglichkeit gefunden, diese Verzauberung dauerhaft zu machen. Oh, wirklich? Das alles hat mit den gereinigten Nachtscherben zu tun, die wir entdeckt haben. Sobald du ein paar Zutaten gesammelt hast, zeige ich es dir. Wir brauchen Pilze, Smaragde und gereinigte Nachtscherben. Okay. Ah, warte, ich muss hier mal wieder ein bisschen zusammenräumen. Das muss alles mit. So. Gut. Das nehmen wir auch noch mit. Hier liegt auch noch Müll. Oder kein Müll, sondern Holz. Nehmen wir alles mit. Bub und
Hopp. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. So, wir brauchen 5 Smaragde. Okay, habe ich anscheinend keine. Okay, so, warte, ich muss mal hier wieder. Bup. Das Holz hat da drin nicht mehr Platz. Okay, Smaragde, warte. Edelsteine, Smaragd, Wald der Tapferkeit, Lichtung des Vertrauens. Okay, haben wir irgendjemanden hier, der was auf das ausgelegt ist? Die Vajana. Wo ist denn unsere Vajana? Hier. Oder auch nicht. Ah, die ist beim Essen. Einen Obstsalat habe ich für dich. Ich habe deine Bestellung. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. So, anscheinend ist sie aber gerade rausgegangen, wo wir rein sind. Okay, die ist am Weg runter. Du bist es! Kannst du mir helfen? Oh, tut mir leid, wenn ich störe, aber ich denke... Ich glaube, das Vergessen hat mir eine Erinnerung geraubt. Eine wichtige. Und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um sie wiederzufinden. Oh nein, was war es? Es ist ein Rezept. Ich habe mir gedacht, da wir wieder im Dorf sind und immer mehr Leute ins Tal zurückkehren, sollten wir das feiern. Ich habe das perfekte Gericht dafür. Bueno los. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nur leider kann ich mich nicht an das Rezept erinnern, das ich Remi geben soll. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie sie überhaupt schmecken. Egal, wie sehr ich mich konzentriere, in meinem Kopf ist nur Leere, wo das Rezept sein sollte. Als wäre es irgendwo gelöscht und gestohlen worden. Es ist das Rezept meiner Mama. Es zu verlieren, ist wie ein Teil von mir zu verlieren. Wir finden es bestimmt. Oh, ich bin so froh, dass du mir hilfst. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen können. Irgendwie bewahrt die Magie von Mini Casita die ganze Zeit über einen frischen Teller davon im Schrank auf. Vielleicht könnten wir einen Geschmackstest durchführen. Mal sehen, ob wir herausfinden können, welche Zutaten darin enthalten sind. Allerdings bin ich bei weitem nicht so eine gute Köchin wie Mama. Sie ist eine wahre Künstlerin, ganz zu schweigen davon, dass ihre Mahlzeiten dich heilen können. Buchstäblich. Gib mir den Teller, ich werde Remi fragen. Er ist hier der wahre Experte für Essen. Tolle Idee, bitteschön. Adios, cuídate. So, und wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie wieder oben, ich drehe am Rad. So, Vajana. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Hallo, Ori. Ich habe meinen Plan in die Tat umgesetzt, nachdem du mir die Kokosnüsse gegeben hast. Willst du mitkommen, um zu sehen, ob Bur sie sich geholt hat? Ja, lass uns gehen. Ich weiß nicht, was Daumen drücken bedeutet, aber es klingt gut. Folge mir. Auf Wiedersehen. Ja, aber warte, ich würde gerne, haben wir etwas für sie? Oh. Nö. Aber... Kann ich Danke. Nicht...
Und kann, jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Kann ich jetzt mit dir abhängen? Nee. Toll, lass uns später reden. Ich muss mit dir reden. Hallo. Sieh mal, jemand hat versucht, die Kokosnüsse zu öffnen. Aber er hat es nicht geschafft. Ich wette, das war Pur. Pur. Das sind tolle Neuigkeiten. Wo ist Pur? Wohin ist Pur gegangen? Nicht zum Strand. So viel ist sicher. Könntest du Pur folgen? Und ich bleibe hier, falls mein Freund zurückkommt. Um ein Schwein zu finden, müssen wir wie ein Schwein denken. Grund. Das ist schlau, Ori. Schweine sind gute Fährtenleser. Nachdem er versucht hat, all diese Kokosnüsse zu öffnen, wird Pur Durst haben. Versuche einen Ort zu finden, an dem sich Pur sicher fühlt und der viel frisches Wasser hat. Ich glaube, Pur ging auf die Suche nach frischem Wasser auf die Wiese. Ja, eine gute Idee. Bitte sieh dort nach. Auf Wiedersehen. Aber kann ich nicht abhängen mit dir? Da. Oh. Warte mal. Also die Blumen sind nicht hier, die sie möchte. Nee. Okay, wir schauen mal, ob Pua hier ist. Okay, hier ist er mal nicht. Dann break mal hier mal. Ich weiß, hier brauche ich es noch nicht, aber wenn wir schon hier sind. Upp. Oh no, wo ist noch einer gelegen? Ach, verdammt. Da, aufheben. So, wo könnten das Schweinchen sein? Hier ist kein Schweinchen. Wenn Pur Wasser gefunden hat, würde er als nächstes sich faul in die Sonne legen. Ganz bestimmt nicht. Schweine können einen Sonnenbrand bekommen. Sie haben eine sehr empfindliche Haut. Oh, sorry. Außerdem war Pur bereits am Strand. Nach etwas zu essen suchen? Ja, und ich weiß wo. Remis Restaurant im Dorf. Pur muss dorthin gegangen sein. Lass uns nachsehen. So. Warte. Ja. Wir geben ihr noch mehr. Die können wir alle zum Verschenken benutzen. Ha? Umso schneller geht's dann. Dann haben wir hier einen Peritot, oder wie der jetzt geheißen hat, ich weiß es nicht. Da habe ich noch was für dich. Nö, das war's. Okay, ich muss eh hoch zu Remi, dann passt das eh gut. So. Hier ist noch einer.
Okay, wir schauen mal rein. Warte, das nehme ich wieder aus der Hand. Aber hier ist kein Schweinchen. Susi klinzelt da hinter mir her. In der Nähe des Restaurants. Achso, hier komme ich nicht durch. Nehmen wir wieder mit. So, kriege ich hier noch irgendwas rein? Warte, ich bringe mal die ganzen Zutaten rein. So, das können wir reingeben, das können wir reingeben. Bup. Bup. Aber warte, da war ja die Blume, die sie haben. Und was war das? Zerstör nicht mein Haus. Sowas. So, in der Nähe des Restaurants. Ja, da waren wir ja schon. Und das ist alles nur kein Schweinchen, nicht? Hier vielleicht zwischen? Nö. Hä, ich bin doch beim Restaurant. Hey, hast du es gefunden, oder was? Alles nur kein Schweinchen. So, den brauchen wir eh nicht. Wie gehen wir da wieder? Jawohl, jetzt sind wir gleich auf 9. So, next one. Level 9. Ja. Ja. So, und ich habe was für dich. Hopp. So, aber Schweinchen sehe ich halt keins. Das Einzige, ich könnte noch mal im Restaurant schauen. Oh. Pua hat das Essen kaum angerührt. Mein Freund muss weggelaufen sein, kurz bevor wir hier ankamen.
Es gibt nur einen Ort, an dem wir Buhr hätten gehen können. Was an dem Buhr hätte gehen können. Und das ist der Wald. Das macht am meisten Sinn. Sollte sich Buhr vor etwas schrecken, würde das lange Gras und der Schatten der Bäume in Sicherheit geben. Lass uns nachsehen. Okay, Wald der Tapferkeit. Da sind Fußspuren. Was liegt hier? Anführerscherbe. Danke, Ori. Du hast meinen Freund gerettet. Hä? Hey. Buhr hier bei mir zu haben, bringt so viele Erinnerungen zurück. Ich habe so ein Gefühl, dass wir mit dieser Anführerscherbe etwas tun müssen. Ich weiß nur noch nicht was. Wir sollten auf jeden Fall später reden. Okay. So, mitgenommen. Achso, 5. Das kriege ich nicht weg. Okay. Smaragd brauche ich. Okay, dann schauen wir noch. Die Blaubeeren haben wir, jawohl. Das können wir auch wieder wegnehmen. Ah, das ist eine Socke. Schon wieder. Oh je, die Außerirdischen waren wieder da. Yes! Sehr gut. So. Einen Smaragd brauche ich. Wo war Wald der Tapferkeit ist gestanden und Lichtung des Vertrauens. So. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder viele, viele Quests. Gott sei Dank. Ah, und bupp. 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 Warte, das Holz nehmen wir auch mit. So, einen Smaragd haben wir mal.
So, das tun wir auch weg. Das sammeln wir alles. So, ah, hier liegt noch eins. So, beim Sammeln. Sehr cool. Einmal Zitrone noch, dann haben wir auch wieder... Oh. Okay, dann haben wir hier nichts mehr. So, ich darf nur den Smaragd nicht hergeben. Da ist voll. Was mache ich jetzt? So, warte, ich leg das ab. Ich möchte dat, den möchte ich mitnehmen. So, dann können wir ihr das hier wieder geben. Ja! Und zwar einen Aquamarin. So, dann nehmen wir das mit und dann huschen wir ganz schnell nach Hause wieder aussortieren. So, er hat auch wieder was für uns. Hey, könntest du mir helfen? Hey, Ori, warte, ist das eine Socke? Ich habe sie auf dem Boden gefunden. Sie ist orange, also dachte ich, sie könnte deine sein. Du weißt schon, dass du Karotten liebst. Ja. Tut mir leid, nein, das ist nicht meine Socke. Ah! Außerdem ist das nicht wirklich Karottenorange, oder? Sieht für mich eher aus wie ein Kürbisorange. Du verstehst aber, warum ich Fehler gemacht habe. Ups, entschuldige. Stimmt, es ist subtil, aber es sind doch unterschiedliche Orangefarben. Upsi, mein Fehler. Warte mal kurz, das ist nicht meine Socke, aber es... Aber jetzt, da ich sie genauer sehe, glaube ich, dass ich sie schon einmal gesehen habe. Solche Socken hingegen an einer Wäscheleine in der Nähe von Merlins Bibliothek. Wer würde dort seine Wäsche aufhängen? Ich denke, ich werde mal nachsehen.